Hallöchen, meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem Vlog. Ich habe mir gedacht, ich date euch mal auch ein bisschen hier auf YouTube ab, denn es hat sich einiges ja verändert. Wie ihr seht, wir stehen hier in unserem Schlafzimmer, das komplett anders aussieht. Man das vielleicht aus der Position erkennt, aber ich stehe vor dem Fenster und wir haben ein bisschen umgeräumt. Wir hatten ja dieses riesengroße Familienbett hier. Man konnte das nämlich umbauen, dass man die Mitte rausnimmt und dann macht man den hier, also man schiebt dann die zwei äußeren Betten zusammen und man hat dann ein großes Bett, also ein Familienbett, ein großes Ehebett, kein Familienbett, weil wir uns einfach ja nicht mehr wohlgefühlt haben in unserem Schlafzimmer. Das war, da hast du überhaupt keinen Platz für irgendwas gehabt. Und ja, hier war ja immer das Bett, hier unter dem da. Und hier ist übrigens mein Schreibtisch. Ich bin jetzt hierher gezogen. Der Papa ist ja allein im Büro drüben, weil das ist so viel dort. Einfach ja Lager, mit unseren ganzen Parfums und mit unseren Putzmitteln und Backstation. Und dort hält der Papa seine Zoom-Meetings und wir mussten das einfach räumlich trennen. Deswegen bin ich einfach hier ins Schlafzimmer mit einem kleinen Schreibtisch. Und wir haben auch einen neuen Schrank. Einen neuen Schrank mit Türen. Oh mein Gott, ich sag's euch. Ich kann sie erinnern, ich habe die Türen bei dem großen Schrank hier weggenommen. Und hier ist eigentlich diese Kommode, die ist geblieben. Und dann das Bett haben wir jetzt so hingestellt mit Blick aufs Fenster. Ja, das ist eine kleine räumliche Veränderung. Also wir sind noch mitten im Ausmist-Chaos, denn ich habe ja das ganze Wochenende ausgemistet. Und ja, hier musste natürlich, haben uns ja verhalbert? Ja. Halbiert. Wir haben uns halbiert, das ist das Wort. Denn wir hatten das doppelt. Ne? Wir hatten einen großen 100er Korpus und dann zwei 50er. Deswegen haben wir uns ein bisschen minimiert. Aber das ist gut. Das tut so gut, sage ich. Wir hatten so viel Müll, sage ich schon. Mist, den wir gar nicht mal angezogen haben. Dementsprechend schaut es ein bisschen im Haus unordentlich aus. Hier habe ich noch so Kleider, die ich noch nicht weiß, ob ich die behalte, entsorge, verkaufe. Und hier steht Philipps alte Matratze und Lattenrost immer dabei da hergestellt. Ja, bis wir es wegräumen. Gut, ich nehme euch heute ein bisschen mit durch den Tag. Übrigens, kürzere Haare habe ich ja auch. Im letzten Video habt ihr mich schon mit kürzeren Haaren gesehen. Aber jetzt habe ich sie nochmal ein Stückchen kürzer geschnitten und ich finde es richtig nice. Ich bin einfach so, ja, frisch aus. Ich habe jetzt gleich... Oh, scheiße. Ich habe vor 2 Minuten schon ein Zoom-Meeting mit einer Partnerin von mir. Wir haben nämlich Vorbereitungen für Praxis Day. Also das ist so ein Event, organisiert von anderen Managern, unter anderem von mir auch. Ich bin auch Teil des Speakers. Ich stelle euch mal kurz ab. Egal, Papa ist nämlich draußen mit den Kindern und ich bin hier ein bisschen am Arbeiten. So, ich muss jetzt gleich wahrscheinlich hier die Kamera ausschalten. So schaut es aus. Schrecken wir mal die Selina. Hello. Hello. Ich vlogge ein bisschen. Ich habe schon urlang nicht mehr gevloggt und hatte voll Bock drauf. Ich auch schon. Man sieht es eh nicht gescheit. I love you. Das sieht man eh nicht. Ja, meine Lieben, wie ihr seht, wir müssen jetzt ein bisschen worken, also peace out. So, ich bin jetzt fertig mit meinem Meeting mit der Selina. Ich habe mich schon fertig angezogen, haben also zumindest meinen Blazer drüber gehabt. Und hier ist unser Büro. Der Grund, warum ich ausgezogen bin. Too much. So, willst du mich nochmal zusammenscheißen? Let's go. Ha? Der Papa ist genervt, weil irgendwas nicht passt. Okay. Tschüss. Bye bye, love you. Tschüss. So, ich habe mir einen Red Bull geschnappt und gehe. Tschüss, Kinder, liebe euch. Bye. Draußen ist schön, teilweise bewölkt. Kurze Update für euch. Oh, naja, Auto vielleicht auch aufmachen. Jetzt. So, Dali. Und ich fahre jetzt nach Wien. Ich habe jetzt einen Nageltermin. Meine Nägel sind schon ein bisschen krass ausgewachsen. Ich ziehe noch schnell meinen Sakko aus. Ich habe heute eine Einladung bekommen zu einem Dinner von Amazon. Ich bin ja Amazon-Influencerin. Heißt das so? Ich glaube ja. Ich habe ja so einen Amazon-Shop. Der ist ja auch unten in der Infobox verlinkt. Cool. Sorry, wollt euch nicht hier am Boden schmeißen. Also ich habe einen Amazon-Shop, ihr könnt dort gerne vorbeischauen. Ich habe dort nämlich alles verlinkt, was wir so nutzen. Kaufe gerne bei Amazon ein, es ist sehr schnell geliefert. Egal ob es Spielsachen sind oder Büroartikel oder einfach alles, ist einfach easy. Wenn etwas nicht gefällt, kann ich es zurückschicken. Super Kundenservice, also da gibt es gar nichts. Deswegen, ja. Und da haben wir heute... in Österreich, also in Wien, so ein Dinner. Da bin ich dazu eingeladen. Meine Freundin Sarah, die übrigens auch Influencerin ist, ist auch Amazon-Influencer, also in diesem Programm drinnen. Und sie kommt auch. Sie ist ja auch meine Jogging-Partnerin. Also ich freue mich, dass sie kommt. Sie kommt
aus Oberösterreich. Ihr werdet sie später dann auch gleich sehen. Wie gesagt, ich muss aber zuerst zum Nägel machen, Termin. Und danach Amazon. Meine Lieben, fertig mit Nägel machen. Und jetzt habe ich meine Sarah schon lange, schon länger getroffen. Sie hat mich dort abgeholt beim Nagelstudio. Und kennt ihr die Sarah schon, oder? Von Italien noch, oder? Ich glaube, da warst du noch in meinem YouTube-Video zu sehen. Sarah ist ja Instagram-Influencerin und ja, teils jetzt ist eigentlich auch Joggenberaterin, sehr erfolgreiche. Die ist laut. Und ja. Aber das hat jetzt nichts mit Joggen heute zu tun. Wir sind nämlich heute bei einem Amazon-Dinner, das habe ich euch schon erzählt. Und da gehen wir heute zusammen hin. Wir sind schon da. Schaut mal, Amazon-Logo hinter uns. Wir sind in einem urschönen Restaurant. Hier muss ich nochmal herkommen. Es ist wirklich wunderschön hier. Wir sind jetzt schon in diesem wunderschönen Separé-Raum. Schaut euch das an. Da ist ein ganz großer Tisch. Und wir haben sogar Platzkärtchen bzw. mega süße Servietten. Schaut mal. Ich habe meine eigene Serviette mit Diana Diamanta. Werde ich natürlich nicht nutzen. Sarah sitzt hier bei mir. Und jetzt kommen schon die ganzen Mädels und Jungs rein. Jetzt wieder zu Hause bei meinem Mann. Alle Kinder schlafen. Hallo. Papa, der hübsche Schlafschirm. Sexy T-Shirt. Alle Kinder ja, schlafen. Gemütlich. Ja, die Michelle ist noch hier. Warum? Die Patrick ist arbeiten, oder? Ja. Mhm. Und du? Warst schon Gassi? Du bist gerade genau gekommen, als ich schon fertig war. Du warst schon Gassi, okay. Und ich bin einfach nach Hause gekommen. Ich sag's euch, Amazon hat mir dieses fette Goodiebag mitgegeben. Wollen wir da schnell zusammen reinschauen? Soll ich da schnell? Interessiert euch das? Mich ist so neugierig. Soll ich Story machen? Wolltest du eigentlich eine Story zeigen? Muss da mal jetzt. Ich zeig das echt schon in dem Video. Und dann mache ich eine kleine Story. Mach schon. Also, wir haben mal diese Premium-Barbecue-Räucherchips bekommen. Papa hat gedacht, das ist was zum Snacken, aber das ist nichts zum Snacken, sondern das ist ein Naturprodukt aus Österreich. Ja. Das ist Chips, ich mach die Chips gleich auf. Du kannst sie ja gerne, es ist sogar Eichenholz, habe ich gelesen. Dann gibt es ein afrikanisches Chakalaka. What? So eine Gewürzbereitung. Dann gibt es hier so einen richtig coolen Dekantierer. Oh, diese Neo. Ich liebe diese Schokobals. Ich wusste nicht mal, dass Neo bei Amazon als erstes gestartet hat. Die haben also quasi den eigenen Online-Shop gehabt, sondern bei Amazon verkauft. Und diese Schokobals sind das geilste überhaupt. Das ist wirklich gesundes Naschen. Was ist das? Hyaluronserum von Dermipura 5 Sinne, mega cool. Glättet feine Linien und Falten. Spendet extra viel Feuchtigkeit, lässt deine Haut frisch und strahlend aussehen. Urnice. Was gibt's denn noch? Wehenwurm, das ABC, das ist ein Spiel. Cool. Das mache ich auch mit. Was ist denn? Ein Stift. Piepmatz und Grünschnabel. Okay. Ja, das gehört noch zur Piepmatz. Hilo Fahrradtrinkflasche. Nice. Oh, es gibt sogar eine Haselnuss-Schokolade. Das wusste ich nicht. Und diese Riegel, ich liebe diese Riegel. Also kauft ihr auch selber, ich habe die auch selber zu Hause. Was gibt es hier noch? Kaffee von Hornig. Mega geil. Da wird sich der Papa sehr freuen. Was gibt's hier? Neue Socken. Für dich erst. Black Socken. Wandersocken. Schau mal weiter. Naked. Mach mal auf. Oh, eine Sportlerbrille. Das ist jetzt ja modern, diese Brillen. Cool. Was gibt's noch? Night Clean. Ergänzungsfuttermittel für Heimtiere. Oh mein Gott, voll cool. Nahrungsergänzungsmittel für Tiere. Mega nice. Was ist das? Das ist was anderes. Kräutermax Body Cream. Yoga Block. Hä? Krall. Ich hab keine Ahnung. Was ist das? AM Wellness. Walz. Von Walz. Oh mein Gott. Das ist mega cool. Diese Walz-Sachen, das sind so Dusch. Bomben. Das ist sowas wie, wenn man keine Badewanne hat. Dann gibt man den Tab auf diesen nassen Boden und dann kommen dann so, man hat so ein Dufterlebnis einfach. Mega cool. Ich kenne das. Das ist ein österreichisches Produkt. Das kann man jetzt auch auf Amazon kaufen. Und da gibt es diese ganzen Lavendel, Eukalyptus, Forest. Oh mein Gott, auf das freue ich mich schon mega. Oh, noch Neo-Riegel. Das lieben wir.
kleinen Bücher. Kleinen Bücher, okay. Oh, und ein Springseil, das habe ich schon gesehen. Ja, da hat sie gesagt, sie braucht zivil eine. Springseil. Muss man schauen, dass das immer ja auf Größe, ne? Das war's. Fertig. Ich frage mich, was das Gelbe ist. Das ist nicht gelb. Rosa. Wer weiß, was das wirklich ist. War vielleicht das Stift hier drinnen? Wisst ihr, was das ist? Und fast vergessen, euch das zu zeigen. Ein Haarteil von Kaisha bei Pretty Shop. Michelle, mach mal auf. Das sind eigentlich zwei Haarteile, also so ein Gummiband. Dann so ein Haarteil. Und das ist voll cool. Das habe ich übrigens mit der Sarah getauscht, weil Sarah ist blond. Und sie hatte dieses Braune und ich hatte das Blonde. Hier, das passt sogar zu deiner Haarfarbe. Aber du brauchst es ja nicht, du hast ja sehr lange Haare. Aber ja. Zu meiner Haarfarbe passt auch, oder? Die ich jetzt habe. Ja, schon. Wahrscheinlich meine Haare zu kurz dafür. Jetzt schaut es aus, dass ich... Ja, von der Haarfarbe wieder passt. Ja, voll. Jetzt schaut es aus, als hätte ich ein Haar. Ein längeres Haar und haben wir das zusammengebunden. Ja, und beim Baden gibt es jetzt runter. Da musst du nicht mehr so viel waschen. Aber hast du das gewusst? Kunsthaar kann man sogar glätten. Also das geht kaputt. Nein, es geht nicht kaputt. So, meine Lieben, ich hoffe, der kleine Vlog hat euch gefallen. Wenn ihr öfter mal wieder solche Vlogs sehen wollt, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben. Das hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht, euch mitzunehmen. Und das werde ich natürlich bald wieder machen. Da habe ich richtig Lust drauf. Und ich küsse euch. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss.